Hallo zusammen. Heute gibt es eine kleine Verlosung. Und zwar bin ich jetzt im Moment dabei, auszumisten. Ja, in jedem Bereich eigentlich. Den Keller habe ich schon fast fertig. Und ich habe mich auch an meine Schminke rangemacht. Und als nächstes kommt dann mein Kleiderschrank dran und ja, die ganzen Räume hier im Haus. Und der Grund ist, dass ich so einiges über Minimalismus gelesen habe und das hat mich wirklich brennend interessiert. Ich werde jetzt kein Minimalist, weil ich glaube, das könnte ich nicht. Weiß ich nicht, also das ist nicht so mein Ding. Aber man kann sich ein paar Tipps aus diesen Videos, die es auch auf YouTube gibt, rausholen. Und das sind einfach Tipps, die wirklich überzeugend sind und auch nachvollziehbar sind. Und für mich ist der ausschlaggebende Punkt, warum ich ausmiste, dass man einfach keinen Ballast mehr hat. Ne? Also man ist mit so vielen Dingen nicht zugemüllt. Ich habe hier keinen Müll, aber man hat einfach so viele Sachen hier zu Hause, die man eigentlich kaum benutzt, beziehungsweise halt nicht so häufig benutzt, beziehungsweise vielleicht einmal im Jahr, dass zum Beispiel Weihnachtssachen, Weihnachtsdeko und so, das bleibt. Aber bei mir geht es primär um Dinge, die schon über ein Jahr, ja, oder 2 Jahre unbenutzt im Keller liegen zum Beispiel, ja, und die man vielleicht eventuell irgendwann in seinem Leben mal einmal gebrauchen würde, aber da überlege ich mir dann doch, muss das bleiben, werde ich es brauchen und wenn ich es brauchen werde, ist es notwendig, ja, ist es notwendig, das Ding immer noch im Keller rumstehen zu lassen oder halt in den Schränken verstauben zu lassen. Das sind so meine Gedanken gewesen und überzeugt hat mich tatsächlich das Argument, dass wenn man weniger Ballast hat, dass im Unterbewusstsein auch der Ballast abgeworfen wird. Man kann sich ein bisschen freier durch die Wohnung bewegen und man kann die Wohnung auch einfacher in Ordnung halten. Es ist nicht so viel Kram da. Man kann schneller aufräumen und warum dann die Dinge auch bewahren und horten für den Fall, dass man das irgendwann in seinem Leben mal brauchen würde. Genau. Und im heutigen Video, also es kommt jetzt keine Reihe mit Ausmisten. Ja, es geht primär darum, dass ich diese Produkte, die ich jetzt hier ausgemistet habe, im Beauty-Bereich, also in meinem Beauty-Schrank, meinem Alex-Beauty-Schubladenschrank, ich habe mir die rausgesucht und die möchte ich gerne an euch verlosen, weil ich weiß, dass einige von euch die Produkte mit Sicherheit gut gebrauchen können und sich darüber freuen würden. Und von daher habe ich so einiges zusammengesucht. Da ist auch viel dekorative Kosmetik dabei. Und alle Infos zu diesem Gewinnspiel findet ihr unten in der Infobox. Ja, also das Gewinnspiel ist tatsächlich für meine Abonnenten. Und und ich denke, wir legen jetzt einfach mal los. Ich stelle euch die Produkte vor, beziehungsweise haltet die in der Kamera, damit ihr sehen könnt, was in diesem Gewinnerpäckchen alles mit drin sein wird. So, das sind alles Produkte, die noch haltbar sind, die ungeöffnet sind, die noch neu sind. Und die vielleicht das eine Produkt, ist das ein bisschen älter? Nein, ich habe eigentlich alle Produkte. Nee, das sind eigentlich nicht, dass ich wüsste, also alle Produkte sind ziemlich neu und von daher denke ich,
wird das eine gute Ausbeute sein für den Gewinner oder für die Gewinnerin. Wir legen jetzt einfach erstmal los mit der pflegenden Kosmetik. Ich werde auf jeden Fall eine ganze Menge Masken mit ins Paket reinlegen, weil ich keine Zeit habe für Masken. Ich habe keine Zeit für Masken, mich da jetzt in Ruhe hinzulegen und die Maske einwirken zu lassen und mit Maske auf dem Gesicht was zu tun, ist auch nicht so meins. Genau, wir legen einfach los hier mit dieser Maske. Das ist die Tuchmaske von Balea. Und zwar die Hydrogel-Gesichtsmaske, straffende Hydrogel-Gesichtsmaske mit Diamantpuder und Hyaluron. Und hier haben wir auch das Verfallsdatum. Ja, steht auch auf den meisten Produkten drauf. 2022. Genau, von daher ist es noch lange haltbar. Und dann haben wir hier noch eine Maske, und zwar Balea Vitamin C, zwei Phasen Tuchmaske. Dann habe ich hier von Biore. Das ist eine zwei Phasen Maske, in dem einen, da ist eine Tiefenreinigungsmaske, und ich finde die nicht schlecht. Also ich habe ein ganzes Paket gehabt, oder eine ganze Flasche, Tube, genau. Und es ist so ein angenehmes Gefühl, wenn man sich diese Maske auf das Gesicht schmiert, dann erzeugt es eine wunderbare, angenehme Wärme. Und das zweite, das sind die Aktivkohle Clear-Up Strips, genau. Das nächste, das wäre die Aloe Vera Tuchmaske von Schäbens, Vino Gold. Und zwar ist das Matcha Maske, M-Assam Resveratrol Glättungsmaske. Dann habe ich hier noch eine Maske, und zwar war die in der Goodie Box drin, auch ungeöffnet, von La Rose. Genau, alles auf Französisch, aber hinten steht das, glaube ich, auch auf Deutsch. Genau. Und das ist eine Maske in Tubenform, das heißt, hier ist eine Schutzkappe drüber, also noch ungeöffnet, und das muss man rausdrehen, damit das Produkt dann rauskommt, und dann kann man sich das aufs Gesicht auftragen. B-Routine. Die Anti-Hornhaut-Socken für geschmeidig weiße Füße, intensive Fußmaske. Ich glaube, das sind diese Socken, die man einwirken lassen muss, für eine Stunde ungefähr, 30 bis 60 Minuten. Und dann erfolgt in den nächsten 2 bis 7 Tagen, also in der nächsten Woche, das Peeling. Also die Füße, die Hornhaut wird von den Füßen abgepeelt, von alleine. Also da muss man mit rechnen, dass man die kommenden Tage Fusseln in den Socken haben wird. Aber das Ergebnis kann sich wirklich sehen und fühlen lassen. Das habe ich auch noch. Und zwar ist das aus der Vegan Beauty Basket Deep Sea Miracle Elixir. Das ist ja ein Serum, denke ich mir mal. Ich habe mir jetzt nicht ganz genau angeschaut. Doch, da steht es auch auf Deutsch. Genau, also das ist ein Serum, auch noch ungeöffnet fürs Gesicht. Jetzt kommen die Haare. Ich habe auch für die Haare was. Und zwar von Botanicals. Das ist ein, eine Spülung. Genau, eine Spülung für koloriertes Haar. Dann machen wir weiter. Ich lege auch noch zwei Proben mit rein. Es wäre zu schade, wenn ich die jetzt da lasse bzw. wegschmeiße. Ich werde sie eh nicht nutzen. Und zwar ist das einmal von John Frieda Go Blonder Zitronenwunderkur. Und dann habe ich hier noch einmal auch von John Frieda eine Haarmaske. Dann kommt noch ein Handkonzentrat mit rein von Balea Deodorant. Das war auch in einer Vegan Beauty Basket drin.
Und zwar mit Ingwer. Ein ja, Naturkosmetik von Dove. Dove ist doch keine Naturkosmetikfirma. Powered by Plants, Dove. Deodorant zertifizierter Naturkosmetik steht drauf. Genau, in Ginger. Weiter geht's mit Isana. Das ist eine Gesichtscreme, die kaschiert Poren, Fältchen, Glanz und Unebenheiten. Perfect Turn. Die finde ich auch sehr, sehr gut. Jo, ich glaube, das war schon mit Kosmetik, mit pflegender Kosmetik. Jetzt kommen wir zu den Schätzchen, würde ich mal sagen. Zu den wichtigsten Dingen. Dekorative Kosmetik. Ich habe hier von Essence dieses Shimmer Like a Coralista, ein Bronzing Shimmer Cream für Gesicht und Körper. Das ist allerdings für Medium Skin, also für gebräunte Haut würde ich eher sagen, oder halt für dunklere Hauttönchen. Und ja, ich werde es eh nicht nutzen. Ja, also ich war dieses Jahr auch nicht in Urlaub, nicht in der Sonne. Ja, ich habe mir gekauft, aber nicht nur das, sondern ich hatte halt auch dieses hier mir geholt. Also ich hatte wirklich mir beide geholt, in der Hoffnung, das benutze ich zuerst und dann, wenn ich schön ein bisschen brauner geworden bin, das hier. Aber das ist leider nicht passiert. Von daher gebe ich das ab. Sind das mehrere? Zwei, drei Teile sind das. Drei Teile, genau, die eigentlich zusammengehören oder aus einer LE kommen. Einmal aus der Catrice Sun Gasm LE und da lege ich euch, das ist ein Tinted Mousse, also ein, ja, eine getönte, soll ich sagen, getönte, weiß ich nicht, was ist das? Tinted Mousse. Leicht getöntes Mousse, das Rötungen und Unebenheiten optisch reduziert. Passt sich jedem Hautton an. Genau. Und zu dieser LE gehören auch diese tollen, wunderbar hübsch aussehenden Puderperlen. Aber ich habe hier einige, die ich schon angefangen habe und die ist noch unbenutzt. Das ist von Catrice, wie gesagt, Sun Glasm, Illuminating Pearls. Ja, das ist auch noch versiegelt. Und das nächste aus dieser Reihe, das ist dieses hier. Das ist dann ein Bronzer, oder Luminizing Bronzer. Und der ist auch unbenutzt. Insta Bright Serum Primer von Catrice, aus der Clean ID Reihe. Und dann haben wir hier noch den Pore Minimizing Primer, der kommt dann auch mit rein. Dann habe ich hier noch ein Mascara aus der Clean ID Reihe. Die ist noch ungeöffnet. Also eigentlich müsste er noch gut sein. Ja, also ich habe das nicht geöffnet, das ist unbenutzt, aber ich habe gerade eben beim Aussortieren einen ungeöffneten Mascara aus der V7-Reihe. Wollte ich auftragen und benutzen. Die Absolute Lashes, das sollte ein Dupe sein zu irgendeinem Benefit Mascara. Genau, wollte ich auftragen, nutzen, aber der war komplett ausgetrocknet, obwohl ich den nicht einmal geöffnet habe. Aber der ist auch schon älter, ne? Muss man auch dazu sagen. So. Deswegen, also verzeiht mir, wenn die Mascaras, die ich hier habe, ausgetrocknet sind, dann kann ich nichts für. Ich lege es trotzdem rein. Und dann könnt ihr mal schauen. Ich habe nämlich als zweite Mascara auch aus einer LE, auch ungeöffnet, ich schwöre, von Essence High Beauty.
Und dazu gehört nämlich auch ein Primer, ja, High Beauty Hydrating Face Primer. So, das ist schon eine ganze Menge an Kosmetik, aber da kommt noch was dazu. Und zwar aus der My Skin Perfect Reihe. Das ist Tinted Primer Instant Blur Effect in Light Beige. Da aus dieser Reihe My Skin Perfector kommt dann noch ein Loose Fixing Powder, der ist auch komplett versiegelt. Ich habe hier eine LE von Trend It Up Blooming Summer. Das ist ein Body Bronzer und der ist auch unbenutzt und da ist kein Swatch gemacht worden. Und ja, ich habe so viele angefangene und von daher gebe ich den gerne ab. Und dazu, ne, Blooming Summer, ich glaube Blooming Summer war das, das war schon eine Blooming Summer. Aber ich habe hier noch einen Bronzer und zwar von Essence Bronze This Way. Der ist auch ungeswatcht. Also auch wirklich wunderschön. Also ich finde die Sachen hier, die sind wirklich so schön. Ja, besonders die Bronzer. aber die würden wirklich in meinem Schränkchen nur ein tristes Dasein führen. Und Urga Urga, das ist in einer Vegan Beauty Basketbox gewesen. Das ist auch noch komplett versiegelt. Ja. Genau, also das ist ein Naturkosmetikprodukt und auch haltbar bis 2024. Haltbarkeitsdatum steht drauf. Kommt dann auch mit. Dann habe ich hier Butanic Beauty. Das ist ein, was ist das? Ist das nicht ein Blush? Ich glaube, das, ja, das ist ein Blusher. So, ein Blusher. Fantasy Bloom, das hat auch wirklich eine wunderschöne Prägung, finde ich. Ein Pigment, da kann ich nichts mit anfangen. Ein Pigment von Peace Artist, das war in irgendeiner Box drin, ich weiß es nicht. Ich glaube in der Goodie Box, ich meine in der Goodie Box. Kann ich aber nicht garantieren. Auf jeden Fall ist das ein Pigment, ich glaube, was auch jongliert. Die Farbe steht da, doch, Galaxy. Galaxy, das wird bestimmt eine Farbe sein, die holographisch ist, kann ich mir sehr gut vorstellen. Honolulu Bronzer. Aus der, ist das nicht aus der W7 Reihe? Ja, W7 Honolulu Bronzer. Und der ist auch unbenutzt. Ich habe hier die seitlichen Kleber aufgezogen, um zu schauen, ja, ob der noch in Ordnung ist. Ich glaube, ich lasse die Kleber dran. Genau, da ist der Pinsel und das ist dann auch noch komplett versiegelt. Als nächstes habe ich von Revive Love Me ein Eyebrow Cushing. Das ist ein Augenbrauenpuder, meine ich. Ja, ein Augenbrauenpuder. Und das ist auch komplett ungeöffnet, mit einem Pinsel drin und dann müsste man das hier aufmachen und dann kommt dann halt die Farbe raus und das ist auch komplett versiegelt. So, weiter geht's mit Tattoo Brow. Tattoo Brow Pomade. Wollte ich mal austesten, hab's aber nicht mehr geschafft. Da wollte ich auch eine Review drüber machen, aber ich hab's einfach nicht geschafft. Und zwar ist das in 04 Ash Brown. Das ist ein Rosenholz. Ist das Rosenholzfarbe? Auf jeden Fall ist der Nagellack auch unbenutzt. Und ja, ich benutze so selten Nagellacke. Von daher kommt er auch weg. Essence Big City Vibes. Das ist eine einfache braune Farbe, aber mit wunderschönem Glitter drin. Auch aus einer Beautybox.
Und zwar ist das ein matter Liquid Lipstick, der auch hypoallergen ist. Auch noch voll eingeschweißt ist, das ist die Farbe 01 Florence, wenn ihr was damit anfangen könnt. Und hier habe ich auch, das muss ich mal einmal öffnen, auch eine, oh, wunderschönes Ding. Oh, ich weiß nicht, welche abgeben. Wird wahrscheinlich ein Lipgloss sein. Das ist auf jeden Fall nicht benutzt. Und ist von Steve Laurent. Mehr kann ich jetzt dazu nicht sagen. Farbe ist Orchid. Ja, war in einer Beautybox. Und das kommt dann auch mit ins Paket rein. Ein Lipgloss aus der Cinderella-Reihe. Wunderschöne Snow-Farbe. Also, ich weiß jetzt nicht, wie der auf den Lippen wirkt, aber ich denke mal, es ist ein, ja, ein Lipgloss mit Schimmer-Effekt. So wie bei dem hier, den ich jetzt gerade drauf habe. Der ist übrigens von Boutique. So, Akku ist drin und ich merke schon, es wird dunkler. Ja, wir haben es schon 7:30 und deswegen muss ich mich beeilen. Aber ich habe jetzt auch nur noch ein Produkt, was ich noch dazulege. Habe ich ein Produkt? Oh nee, ist das geswatcht? Och nö. Ich glaube, das ist geswatcht. Einmal. Oh Gott, tut mir leid. Das sehe ich jetzt gerade. Oh. Oder soll ich das trotzdem dazulegen? Die ist so schön. Nee. Naja, heißt es, Dani, du wolltest uns ungeswatchte Sachen reinlegen, aber. Ah, oh, wenn ich das jetzt zeige. Das ist doch geswatcht, oder? Das kann man leider nicht so gut sehen. Ach komm, ich lege es jetzt einfach rein. Ne? Also nur damit ihr Bescheid wisst. Ich denke, das ist einmal geswatcht worden. So, das ist nämlich eine Palette. Und die finde ich wunderschön. Und zwar Essence Bronze This Way. Eine Eyeshadow-Palette. Die ist tatsächlich. So schön. Guckt euch mal die Farben an. So schöne Farben. Aber ich habe so viele Paletten hier und ich muss mich von einigen trennen. Ich könnte mich eigentlich noch von mehr trennen, aber ja, die gebe ich jetzt erstmal ab. Fangen wir mal klein an. die geswatchte Farbe ist tatsächlich diese hier. Das ist diese hier. Seht ihr das? Die hier. Ich glaube, da bin ich einmal mit dem Finger kurz reingegangen. Ja, alle anderen sind ungeswatcht, meine ich. Ich meine wohl. Ja, also ich lege die gerne rein. Ist kein Thema, wenn ihr die haben wollt, benutzen wollt. Ansonsten müsst ihr die entweder verschenken oder ja, wegschmeißen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Däumchen nach oben. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr lustig, wenn ihr lustig drauf seid. Wenn ihr Lust dazu habt. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Allen Teilnehmern viel Glück noch. Ja, alle Infos sind unten in der Infobox verlinkt. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.